Herr Meier, nach Ihrem, man kann schon fast sagen, historischen Gespräch mit dem deutschen Finanzminister Peer Steinbrück, was notabene bisher keinem Bundesrat gelungen ist, nach diesem Gespräch gelten Sie als Botschafter der Schweiz in Berlin. Das halte ich für stark übertrieben. Ich bin ein einfacher Journalist. Diese Bescheidenheit ist eines Ihrer Charaktermerkmale, aber Sie verzeihen, ich muss nachhaken. Nach diesem Coup werden Sie als unser Außenminister, als Bundesrat, sogar als Staatspräsident wahrgenommen. Schauen Sie, ich bin ein Citoyen geblieben. Bieler, Sozialdemokrat, Arbeitnehmer. Natürlich bin ich in Berlin in ständigem Kontakt mit den Großen und wenn Sie meinen Rat suchen, stehe ich Ihnen zur Verfügung. Schröder, Schmidt, Müntefering, Putin, Merkel, Sloterdijker, Agamemnon, Prinz Löwenherz, Moses, fehlt eigentlich nur noch der Papst? Eine gute Frage. Ich rede prinzipiell lieber mit Entscheidungsträgern und nicht mit ihren Stellvertretern. Da erstaunt es nicht, wenn Schweizer Journalisten, die daheimgebliebenen, mit Neid reagieren. Ich habe Verständnis für diese kleinen Leute, die unter dem Diktat des selbsternannten Herliberger Führers oder anderer Populisten stehen. Blick und Sonntagsblick scheinen da eine löbliche Ausnahme zu bilden. Wie erklären Sie sich diese journalistische Genauigkeit bei Blättern, denen der Ruch des Boulevard anhaftet? Ich war immer ein Verfechter des intellektuellen Boulevard, eines Boulevard für den proletarischen Homme de Lettres Républicain. Herr Meier, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, das ist journalistisch vielleicht diskutabel, aber ich habe mich ein bisschen in Sie verliebt.